Wir haben ein Segelboot gebaut, um den Klimawandel richtig zu verstehen. Ich bin Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Chemie. Wir haben ein eigenes Segelboot gebaut tatsächlich für unsere Forschung. Das ist das kleinste deutsche Forschungsschiff tatsächlich. Unser Boot ist ungefähr so groß wie das da. Das scheint auch so ein 20-Meter-Bötchen zu sein. Und mit dieser Segeljacht fahren wir also zur See und nehmen Proben und sammeln Daten zum Klima und zum Klimawandel. Das sind Luft- und Wasserproben, die wir nehmen. Was wir messen können, das messen wir. Und an den Daten sehen wir dann die Situation des Klimawandels und wissen, wo wir stehen. Die Erforschung des Klimawandels ist fast ein Nebenprodukt. Eigentlich bin ich Paläo-Ozeanograf, will also wirklich verstehen, wie das vergangene Klima sich entwickelt hat. Aber dazu müssen wir eben auch den heutigen Ozean verstehen, im Detail, um unser Wissen auf die Vergangenheit zu übertragen. Das Bild, was wir jetzt hier sehen, mit den Bergen, mit dem Hochgebirge, reagiert im Prinzip genau auf die gleichen Klimaereignisse wie der Ozean. Dieses Bild ist nach der kleinen Eiszeit entstanden. Die kleine Eiszeit war eine Klimaperiode, die hat angefangen mit dem Ende des Mittelalters und hat geendet mit der Industrialisierung 1850. Interessant an dem Bild ist eben, dass wir noch verschneite und eingefrorene Gipfel sehen, vermutlich vom Schildhorn im Berner Oberland. Diese Gipfel, die sind eigentlich nur beständig durch den Permafrost. Und der Klimawandel heute, der schmilzt eben nicht nur die Gletscher im Tal schon ab, der wird dann auch wahrscheinlich in den Sommermonaten irgendwann zum Aufschmelzen des Permafrosts an den Gipfeln führen, was dazu führt, dass die Bergflanken zusammenfallen und das Hochgebirge dann eigentlich nicht mehr bewohnbar ist. Es gab schon 2, 3 große Bergstürze in den Alpen. Einige Dörfer mussten evakuiert werden und das wird zunehmen, leider. Auf dem Bild sehen wir jetzt Kabeljau abgebildet. Kabeljau war jahrhundertelang ökonomisch extrem wichtig. Das war die Nahrungsgrundlage vieler Menschen. Der Kabeljau an sich ist eigentlich ein Fisch, der eine massive Überproduktion betreibt. Kabeljauweibchen, die legen extrem viele Eier. Es sind eigentlich extrem viele Nachkommen vorhanden und deswegen wurde der über Jahrhunderte so stark abgefischt. Wenn man eben die großen Fische abfischt, dann ist die Populationsstruktur zerstört. Die älteren Fische mit viel Erfahrung können die jungen Fische nicht mehr anleiten. Und wenn nur noch junge Fische, 2- oder 1-jährige vorhanden sind, dann ist die Struktur zerstört und diese Population wird aussterben. Das ist der eine Punkt, die Überfischung, die jetzt unglücklicherweise mit dem Klimawandel zusammenfällt. Klimawandel bringt mit sich, dass die Ozeane sich eben erwärmen und wärmeres Wasser, das ist das Löslichkeitsprodukt, kann weniger Sauerstoff halten. Das heißt, wärmere Ozeane sind dann automatisch auch sauerstoffärmere Ozeane. Fisch braucht Sauerstoff. Ja, und dann die Temperaturerhöhung selbst. Der Kabeljau, der fühlt sich bei niedrigen Temperaturen am wohlsten. Wenn es wärmer wird, wandert der Kabeljau in andere Meeresgebiete ab, die dann vielleicht nicht mehr geeignet sind, um große Populationen aufrechtzuerhalten. Als Wissenschaftler steht man nicht weit entfernt von Künstlern. Insofern ist man dann als Multiplikator vielleicht schon in der Situation, dass man auch im Bewusstsein der Bevölkerung eine Änderung hervorrufen kann, einfach durch Sensibilisierung und irgendwann kommt es vielleicht auch weiter oben an.